So, meine Hübschen, es geht weiter. Wir sind wieder zurück bei Secret of Mana. Wir sind im... Ach, toll. Schattenpalast. Und wollen mal gucken, ob hier unser Kumpel ist, der Luna. Der soll sich hier ja aufhalten. Erstmal müssen wir Blödmann ja wegmachen. So. Guti. Dann schauen wir mal. Also wir haben ja den größten Teil des Nachtpalastes eigentlich schon hinter uns gebracht. Fehlt jetzt nicht mehr viel. Der obligatorische Obermacker eigentlich noch. Der hier noch so ein Unwesen treibt. Ein bisschen hier frei. So, dann schnell wieder die Klaue. Give it to me. Dankeschön. So, jetzt. Perfekt. Können wir noch ein bisschen die Waffen leveln. Das ist mal herrlich leicht bei denen. Sehr schön. Direkt drei Viecher auf einmal. Ruhe. Ja, aufs Klatschen. So, komm her. Perfekt. So, nehmen wir den noch mit hier. Oh, ist das herrlich. Die sind so schön einfach und so. Die sind relativ simpel zu treffen. Das ist ganz gut. Nicht so schlimm wie bei den anderen. Wuff. Zum Hurat Vietnam machen wir so einen doofen Engel. Machen wir mal kaputt. Ja, aber die kümmern wir uns gleich. Kommen wir mit hier. Sehr schön. Schieben wir die ganzen noch ein bisschen nach hinten. Ey. Das ist so geil, Alter, dass die fliegen können, nur weil die ihre Keule schwingen. Oh Gott. Sehr gut. So. Wuff. Oh, der Truhe traue ich nicht. Nehmen wir den Blödmann hier oben noch mit. Na komm. Sehr schön. Gut. Wird es natürlich nur ganz lieb, wenn ich es schaffen würde, die Klaue hoch zu leveln, bevor wir mit dem Tempel fertig sind. Aber ich glaube, das wird nichts. Komm, wir müssen den Blödmann doch irgendwie treffen. Ich treffe den, glaube ich, gar nicht. Na, das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Schacht mittlerweile hintereinander, der daneben geht. Sehr gut. So. Den Blödmann noch mit. Grabscher ist verwirrt. Grabscher ist kaputt. Na komm, gehen wir weiter, ist egal. Boss Time! Noctur bezwingt mich. Ja, hallo. Ein Pudding. Einer, der nicht gerade ganz so leicht ist, wenn man jetzt sich nicht auf Zauber verlässt und wir kommen an dieses blöde Viech ran, das nervt. Man müsste eigentlich im Endeffekt ständig in Bewegung sein. Der hat nämlich immer diese Glibber-Dinger, wie ihr hier seht. Und ja, Schattenattacken. Hades-Granaten, die glaube ich, oh ja, eine ziemliche Power haben. Ja, machen wir einmal alle. So, und die ist jetzt direkt erstmal verbrüht. Da können wir eigentlich sagen, dann Gott sei Dank. Und jetzt ist sie, glaube ich, sogar noch fast vereist. Ne, verbrüht. Sehr schön. Und direkt gib ihm nochmal. Und gleich ist sie tot. So, ihr seht es wahrscheinlich schon. Der Pudding wird nach und nach immer kleiner. Guck mal, was so ein Zauber abzieht. Gucken wir mal hier. Machen wir einfach mal den hier. Oh ja, schaut, das ist gut, aber ich glaube, Zauber sind nur nicht mal unbedingt nötig. Ja, und ich bin vereist, das ist natürlich super. Klasse. Nehmen wir trotzdem einmal hier. Die noch mit. Ach, guck mal, der ist Kinderspiel. Jetzt können wir uns ja auch viel freier bewegen, ohne dass der Glibber-Pudding so viel im Weg besteht. Das ist mir egal. Aua, jetzt wird's Zwiebeln. Boah, über 100. Ja, genau. Ja, super. Echt jetzt, dass der Blödmann mich doch noch getroffen hat. Oh, ich glaube, haben wir die gewonnen? Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Boah, jetzt knüppelt er aber rein. Doch nicht. Ich glaube, der macht jetzt einfach nur ein bisschen schneller, das ist alles. Jetzt schnell. Gut. Das ist genau das wollte ich. Jetzt mal schnell noch eine Heilung rein.
Bevor der jetzt noch ein bisschen überhart wird. Perfekt. Gut. Ich dachte eigentlich, der Grüne wird sogar vergiften. Wir haben gewonnen. Ja, war jetzt ein relativ angenehmer Kampf. Nicht ganz so schwer. Bong. Oh, schön. Grafikfehler. Ist das schön. Schaut es euch an. Das sieht schon kacke aus. Aber weiter geht's. Yay. Wir haben gar keinen Orb erhalten, ne? Doch. Ich dachte schon. Yay, und da ist er, Nocturne. Ich bin Nocturne, Patron der Dunkelheit. Und die Nacht ist Mana. Gegen meine Zauber kommt keiner an. Ich werde euch begleiten. So einfach kann es gehen, ohne Widerworte, irgendwie wie Barocchi oder Elektra. Sehr schön. Kraft des Samenerhalt. Damit haben wir jetzt unseren fünften Mana-Samen. Das heißt, unsere Zauber können Rang 5 erreichen. Und wir haben natürlich einen neuen Zauber. Ich werde Nocturne mit Sicherheit und auch die folgenden nicht ganz hochleveln, weil es einfach zu lange dauert. Viel zu lange dauert. So, wenn ihr euch jetzt wundert, warum gehe ich nicht auf den Schicksalsberg nach Luna, wo wir jetzt hingehen sollen. Ich gehe jetzt erstmal in die City. Und... Wir machen das mal ganz einfach. So, da ist Nocturne. Weg da. Und hauen erstmal ein paar Hades-Granaten raus und leveln den so kleinen Tacken. Kommt mal mit hier. Ich hau mal ein paar Zauber raus. Das geht ja in Summe ziemlich zügig. Falls ihr das gerade gesehen habt, nur Saria kann Nocturne nutzen. Das ist richtig, denn Mara wird später den Gegenzauber bestimmen. Beziehungsweise im Gegensatz zu Nocturne den Mana-Geist bekommen. Also Nocturne ist die Dunkelheit und Mara wird später das Gegenstück bekommen. Das wird dann Laterne der Lichtpatron sein. Das ist ganz nice. Wellenhauer ist ein bisschen abgefuckt. Die braucht 8 MP. Hardcore, ey. Ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt wert ist, ey. Knüppeln wir einfach mal hier Vollgas drauf. So, und so, du hast hier aus einfach nur mal ein bisschen Frost darauf. Bim, bim. Warum stand eigentlich Wundertau? Schön, 99, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja, wie ich das blöde Viech nicht treffe, ne? Ich dachte schon, die rennt jetzt die ganze Zeit gegen diese doofe Blume. Na, direkt nochmal. Einfach mal schön. Da kann man ein bisschen leveln. Das ist ganz angenehm, die Zauber. Ohne jetzt so vom Level maßlos overpowered zu sein. Und auch schon dieser Sound utopisch nervtötend ist. Ja, außerdem können wir jetzt gleich ein paar Waffen, ob es wieder 1000 sind, glaube ich, wieder 3 Stück, die wir haben. Als hätten wir nicht schon genug Waffen, die wir leveln müssen. Ist das köstlich, ich sag euch. Später geht das mit den Zaubern leveln auch ein bisschen zügiger, weil wir später die Möglichkeit haben, unsere MP zu regenerieren, ohne eine Walnuss zu nutzen. Also quasi kostenlos, das ist ganz cool. Zwar nicht jede Lebenslage, aber... Oft. So, wie viel haben wir noch? Wir haben noch 4 Heilauren. Gucken wir gleich mal, was für ein Level die ist, die Froster. Weil sie muss ja im Track nur 4-mal das Ding hochleveln. Sie hat ja nicht mal noch von denen sie komplett hochpushen muss. Okay, dafür kommt später Laterna hinzu. So, haben wir dann. Super, perfekt. Froster erreicht Level 5. Das, muss ich sagen, ist wirklich geil. Habe ich jetzt sogar noch nicht mal mit gerechnet, dass der 3er reicht. Der mit seiner Glatze hier, der verwirrt mich jedes Mal aufs Neue, ey. So, ihr wollt wirklich auf diesen Berg klettern? Nö. Nö. Will ich nicht. Keine Lust.
Welche Waffe soll erneuert werden? Die Klaue. Echsenkralle. Den Speer. Juwelenspeer. Ich glaube, das war's, ne? Ja. Sehr schön, kann ich die Klaue direkt nochmal ein weiteres Level hochpushen. Oh, ist das schön. Könnte ich kotzen, Alter. Könnte ich so den Rest kotzen. Oh, bitte. So. Gonna sleep tonight. Schlieb, 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 schlieb. Yo. I will bleibing. Yay. Sehr gut. Einmal schön speichern. Nordstadt hier. 32er Level bin ich irgendwie mittlerweile. Muss ich mal gucken. Ich glaube 37 oder was, ne? Ja. Guck, 37 passt gut. So, jetzt geht's wieder ab auf den Schicksalsberg. Gucken wir jetzt mal, ob der Luna da ist. So, das aber beim nächsten Mal. Hier wird ein kleiner Cut gemacht. Ich werde jetzt offscreen kleinen Tacken die im Zauber leveln. Wie gesagt, nicht viel. Weil ich da echt auch keinen Bock drauf habe. Und nächstes Mal geht's dann weiter. Danke fürs Zuschauen. Macht's gute, haut rein. Tschüssikowski, Freunde.